Diese Nachricht machte am heutigen Morgen alle Dschungelcamp-Fans traurig. Lukas Cordalis, 54, kann nicht wie geplant gemeinsam mit Harald Glöckler, 56, und Filip Pavlovic, 27, in Südafrika sein Lager aufschlagen. Der Mann von Daniela Katzenberger, 35, hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich deshalb derzeit in Selbstisolation. Aber nicht nur die Zuschauer sind bekümmert, auch die Familie des Sängers ist betrübt. Jetzt äußerten sich Jenny Frankhauser und Iris Klein, 54, zu Lukas Dschungel aus. Ich hoffe, dass es dem Lukas gut geht, das ist das Wichtigste, dass er einen milden Verlauf hat und dass er ganz schnell wieder fit wird, meldete sich Lukas Schwägerin Jenny jetzt gegenüber RTL zu Wort. Erst wenn es dem Mann ihrer Halbschwester besser gehe, könne man sich Gedanken darum machen, ob er nachträglich noch ins Dschungelcamp einziehen wird. Aber Hauptsache ihm geht es nicht ganz so schlecht, wünschte sich die 29-Jährige. Und auch Lukas Schwiegermutter Iris ist traurig, dass der 54-Jährige vorerst nicht um die Dschungelkrone kämpfen kann. Ich bin geschockt, dass es jetzt nun auch Lukas getroffen hat, zeigte sie sich bestürzt und fügte hinzu, zum Glück hat Lukas fast keine Symptome.